Wie, hier ist jetzt nichts Cooles. Ich möchte ja nicht pingelig sein, aber nennen Sie das einen Tafelaufsatz? Tut mir leid, auf dem Antragsformular stand nur puritanisches Thema, nichts genaueres. Sehen Sie sich das an, sehen Sie doch, das nennen Sie puritanisch? Da ist Plastik drin, glauben Sie, es gab Plastik, als die Puritaner damals an Land gingen? Ich hätte nicht gedacht, dass es so akkurat sein muss. Nein, Sie haben offensichtlich gar nicht nachgedacht. Puritanisch bedeutet organisch, rustikal, aber trotzdem geschmackvoll. Es erinnert an Salem. Die ganze Hochzeit erinnert an Salem. Es ist ein Ausdruck des Stolzes. Sind Sie denn gar nicht stolz auf diese Stadt? Eigentlich komme ich aus Weymouth. Meine Familie, nicht die irische Familie meines Mannes, sondern meine, geht bis auf die Pilger zurück. Wir haben uns im 17. Jahrhundert hier niedergelassen. Wir haben Thanksgiving erfunden. Natürlich. Wer ist denn diese wunderbare nette Lady? Hallo! Was denkst du denn gerade, außer dass das hier alles Mist ist? Woher nehmen die nur solche Leute? Keinen Respekt vor der Geschichte. Natürlich. Frechheit. Kann's kaum erwarten, dass es vorbei ist. Ja, das glaube ich. Ich glaube, ich habe gerade die einzig wahre Hexe Salems gefunden. Nett. So, aber jetzt mal ohne Witz, das kann es doch nicht gewesen sein, oder? Hallo? Hier? Ah, hier geht's weiter. Das ist aber schön. In die Küche, wo die Katze... Viele böse Wörter. Ernsthaft. Die erwarten exzellentes Essen unter diesen Bedingungen? Rührei-Pampe, Dingsbums, mit Käse drauf. In meiner Küche wird es nicht passiert. Das sieht nicht so lecker aus. Ist die Lüftung in Ordnung? Ja, nur die reguläre Wartung. Die Teile sind groß genug, dass kleine Tiere durchlaufen können. Also müssen wir sicherstellen, dass keins der Viecher darin eingesperrt ist. Ach, was passiert denn sonst? Darüber wollen Sie hier im Küchenbereich wohl lieber nichts hören. Kann ganz schön stinken. Deswegen also die ganze Sache mit dem Weihrauch, was? Witzig. Ich höre nicht zu. Es wirkt nur so, als wären Sie schon seit Ewigkeiten zusammen. Sie haben sich direkt nach der Uni getroffen, purer Zufall. Reise nach Europa. Ich hatte gehofft, er trifft ein nettes irisches Mädchen in Dublin, aber er traf Shelley in Florenz. Und sie ist aus Boston. Er reist tausende von Kilometern übers Meer, um die Liebe seines Lebens zu treffen, die in der gleichen Straße wohnt. Lässt einen fast an das Schicksal glauben. Als ob sie dafür bestimmt waren, sich zu treffen und auf ewig zusammen glücklich zu sein, was? Das ist toll. Wirklich toll. Okay. Hält der mal die Klappe? Okay, das ist cool. Was denkt er denn so? Ja, sicher. Manchmal. Es ist nicht meine Schuld, dass mein Sohn super ist. Ja. Ich wette, er hätte meinen Jungen gerne spielen sehen. Okay. Eine Laberbacke. Was haben wir denn hier? Oh ja! Noch ein Teil. Oh Gott sei Dank. Noch zwei mehr für die Geschichte. Zwei mehr. Für die Geschichte. Oh, cool. Wenn man von hier kommt, sitzt da hinten am Fenster zwei Geister. Das ist echt wieder sehr cool gemacht, alles hier. Ich mag das sehr gerne. Sind wir hier wieder in der Küche? Ja, dann würde ich sagen, interagieren wir doch jetzt mal mit der Katze. Die Katze. Benutze WASD und halte Shift links gedrückt, um zu rennen, während du von der Katze Besitz ergriffen hast. Auf einigen Vorsprüngen kann man springen, wenn man auf sie zurennt. Drücke die linke Maustaste zum Fortfahren. Kuh? Ah! Raus, Katze, raus hier! Schalalalalalalala, miau. Miau, 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 miau. Achso, wie war das, wenn man drauf zurennt? Ich schätze, ich muss jetzt hier aufs Fensterbrett springen. Hä? Nee, mit welcher Taste denn? Ja, da will ich hochspringen.
Achso, die macht es automatisch. Okay. Kann ich irgendwie das Fenster aufmachen? Wie komme ich denn hier mit der Katze raus? Weil mit Sachen interagieren kann ich ja selber auch nicht. Ich käme hier durch mit der Katze, ja. Und hier rein mit der Katze, aber hier kann ich dann auch nicht weiter mehr. Da oben kann ich weiter. Okay. Dann zurück zur Katze und schnell hier reinrennen, würde ich sagen. Katze, Katze, Katze. Katze, Katze, Katze. Besitzer greift mit R. So. 1, 2, 3, 4. So, keiner gesehen. Und hopp. Hä? Ich bin noch gerannt. Ich versteh's nicht. Hä? Hä? Ich soll da drauf zurennen. So. Und rennen. Hier draußen hat es doch auch funktioniert. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Oh, jetzt sind wir nicht mehr die Katze. Herr Besitzer greifen R. Da wollen wir hoch. Miau. Jetzt hat sie es gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Wo geht's denn hier hin? Miauts. Miauts. Ich weiß nicht, Raum. Und hier geht's raus. So. Miau. Wer bist du denn? Wer bist denn du? Warum sorge ich mich? Es wird nichts passieren. Ist das der Bräutigam? Zu Hause hinter verschlossener Tür sind wir wohl besser aufgehoben. Wohl nicht. Kein Plan, wer das ist. Katzi! Nennt nicht. So, das hatte ich nämlich vorhin schon im Augenwinkel gesehen, dass man hier hoch kann. Aber wir können ja nicht springen mit Ronin. Ja klar! Das ist voll die Ninja-Katze hier. Mau! Ganz normales Katzenverhalten. Was ist das da oben? Da sind schon wieder diese Symbole. Oder so ein Symbol zumindest. Was hat das zu bedeuten? Was hat dieses Symbol zu bedeuten? Miau, miau, miau. Können wir noch irgendwo anders hin? Nicht, dass ich irgendwas verpasse. Nee, ich glaube aber nicht. Ach, hier sieht es ja gemütlich aus. Oh, schön. Schön. Ziel erfüllt. Geh auf den Dachboden. Ich drücke mal F. Dass uns hier wieder irgendein Freund erwartet. So, hier ist quasi der Aufzug. Und ich schätze, wir müssen uns jetzt von unserer Katzenfreundin verabschieden. Weil die Katze kann ja hier nicht durch die Tür laufen. Aber, na, das geht nicht, dachte ich mir. Uns fehlen immer noch zwei. Da ist sie endlich. Warum finde ich nie meine Schlüssel, wenn ich los muss? Wie kann ich zu ihr durchdringen? Okay, ich wollte sagen, uns fehlen immer noch zwei von den Story-Dingern, also von den, die eine extra Story freischalten. Und wir müssen zur Zeugin durchdringen. Ich muss herausfinden, was die Zeugin weiß.
Erstmal nur Besitz ergreifen. Beeinflussen. Okay, dafür müssen wir erstmal Beweise finden, oder? Nee, müssen wir nicht. Sich versteckende Zeugen. Gedanken. Gepackte Koffer. Nee. Was würde sie an den Glockenmörder erinnern? Ja, der Glockenmörder, oder? Das hier. Dass sie sich versteckt hat. Ja. Aus meinem Kopf! Verdammt! Wenn du nochmal von mir Besitz ergreifst, dann... Oh, du hast kein Recht, deine ungeklärten Sachen bei Warte mir anzuladen. Warte mal, ich jage meinen Mörder, okay? Jemanden, der vor knapp einer Stunde kurz davor stand, dich anzugreifen. Und wenn... Sekunde mal. Du kannst mich sehen und hören? What? Heilige Scheiße. Du bist ein Medium. Na, ich hab vielleicht ein Schwein, was? Ich hab grad die perfekte Helferin gefunden. Was ist nur mit euch Typen und meiner Familie? Den Cops zu helfen, ihren Job zu erledigen, ist kein Privileg, sondern eine Falle. Ich bin nicht deine Informantin, Partnerin oder Freundin. Ich schulde euch nichts. Wenn überhaupt, schuldet ihr mir was. Ja, ja, schon klar. Du bist tough. Okay. Aber du bist nicht tougher als er. Du hast gesehen, wozu er fähig ist. Er ist hinter dir her oder jemandem aus deinem Umfeld. Wen auch immer er tot sehen will, der kann froh sein, noch zu leben. Ich weiß, was ich tue. Und du kannst mir helfen, ihn aufzuhalten. Du musst mir nur ein paar Fragen beantworten. Hör mal, es tut mir leid. Was mit dir passiert ist, war furchtbar. Und du hast mir das Leben gerettet. Also, was willst du? What? Okay, das ist eine sehr... Hör mal, ich bleib nicht mehr lange hier. Interessante Wendung. Okay, Fragen. Warum sollte der Mörder nach dir suchen? Ich wurde ermordet, als ich diesem Hurensohn zu deiner Wohnung folgte. Also warum würde er nach dir suchen wollen? Dieser Irre hat wahrscheinlich meine Mom gesucht. Und nicht mich. Ich bin ein Niemand. Unsichtbar. Meine Mom und ich haben uns bemüht, damit das so bleibt. Nicht jeder will bemerkt werden, weißt du? Beeil dich, Mann. Hat deine Mom gesucht? Was soll das heißen? Sie ist wie ich. Aber sie hat es trotz ihrer Gabe geschafft, ein anständiges Leben zu führen. Das hat sie vermutlich zu einem Ziel gemacht. Okay, was ist mit deiner Mom? Was meinst du mit anständiges Leben? Kennst du den Mörder? Was ist mit deiner Mom? Anständiges Leben? Ja. Hey, du kennst sie vielleicht. Sie hat mit den Cops am Glockenmörderfall gearbeitet. Als angestelltes Medium. Als Profilerin. Sorry, Kleine. Da klingelt bei mir nichts. Das habe ich in der Wohnung gefunden. Erwähnt was über irgendein Buch zum Glockenmörder. Und es ist ihre Handschrift. Buch zum Glockenmörder. Wenn sie Profilerin war, ist das wohl das Buch, an dem sie ihre Notizen zum Fall hat. Sollte im Revier sein. Echt? Wo ist deine Mom? Wo ist deine Mom, Kleine? Vermutlich... tot. Sie würde mich nie verlassen, ohne ein Wort zu sagen. Nie. Ich weiß nicht, wo sie ist. Doch der Glockenmörder hat was mit ihrem Verschwinden zu tun. Dass er heute Nacht aufgetaucht ist, beweist das. Okay. Wenn er sie umgebracht hat, warum sollte er in ihre Wohnung zurückkehren? Keine Ahnung.
Das Schlimmste anzunehmen hat noch nie geholfen. So, wir lesen nochmal die Sachen. Gut, Notiz des Mörders. Notizen der Mutter zum Mörder. Die Notizen besagen, die Zeugin soll das Buch zu dem Glockenmord holen. Geh jetzt und finde mein Buch im Revier. Wir sind nicht mehr sicher. Ich versuche, dich zu finden, bevor ich gehe. Mom. Der Glockenmörder war vermutlich auf der Suche nach der Mutter der Zeugin. Warum sollte sie ein Ziel sein? Der Priester meinte, sie kann auf dem Dachboden bleiben, wo das wohl sein mag. Okay, das sind die aktuellen Hinweise. Warum lebst du nicht dort? Ja, Mann, warum warst du heute Nacht hier in der Wohnung? Kennst du den Mörder? Okay, okay. Was hast du in deiner Wohnung gemacht? Ich wohne da, Sherlock. Oder tat es, was auch immer. Meine Mutter wird seit ein paar Tagen vermisst. Ich sehe sie nicht so oft, aber sie verschwindet nie einfach. Nicht so. Warum lebst du nicht dort? Warum lebst du nicht dort? Wegen Leuten wie dir, die einen ständig um Hilfe bitten. Die versuchen, ein letztes Mal Kontakt mit geliebten Menschen aufzunehmen oder ein verrücktes Problem lösen wollen. Ich liebe meine Mom, aber ich kann nie lange an einem Ort bleiben, sonst finden mich Leute wie du zu leicht. War auch nicht oft zu Hause, als ich aufwuchs. Ich weiß, es ist hart. Und zum Schluss fragen wir noch, ob sie den Mörder kennt. Aber wir lesen erstmal noch das vor. Die Zeugin lief von zu Hause fort, um schwieriger für hilfsbedürftige Geister zu finden zu sein. Die Mutter der Zeugin wird seit ein paar Tagen vermisst und sie hat keine Ahnung, wo ihre Mutter hin ist. Beeil dich. Hast du meinen Mörder vor heute Nacht schon mal gesehen? Irgendeine Ahnung, wer er ist? Ihr Cops habt so wenig Hinweise, dass ihr wahllos Leute fragt, ob sie wissen, wer der Mörder ist? Jetzt verstehe ich, warum ihr so viel Hilfe braucht. Ich frage keine Leute. Ich frage die Zeugin, deren Leben ich gerettet habe. Du bist allein nicht sicher. Jemand muss auf dich aufpassen. Wir Cops finden Vermisste. Ich habe dich gefunden und ich kann dir auch helfen, deine Mom zu finden. Dein Problem ist jetzt auch mein Problem. Keine Chance. Versteh mich nicht falsch. Du hast mein Leben gerettet und das kann ich nie wieder gut machen. Aber deine Probleme sind deine. Meine sind meine. Da sind sie. Viel Glück, wirst es brauchen. Viel Spaß im Jenseits. Warte mal! Geh noch nicht! Warte mal eine Sekunde, ja? Hör zu, es geht auch um deine Mutter. Wir müssen zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten? Was kannst du schon ausrichten? Du bist tot. Ich komm klar. Lass mich in Ruhe! Ich wette, sie weiß noch mehr. Sie darf nicht abhauen. Es muss einen anderen Weg nach unten geben. So. Verlasse den Dachboden.
Nein, Mist. Achso, wir können ja einfach wieder wir selber sein. Ich bin doof. Ist sie jetzt schon da? Ich weiß nicht, wo sie ist. Kann ich im F sehen? Warte. Komm zurück! Du gehst schon, Liebes? Ja, sorry. Ich komm wieder. Warten Sie nicht auf mich. Sei vorsichtig, mein Kind. Klar.